Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum der Ausschluss von Andreas Kalbitz unverhältnismäßig war, der AfD dadurch schwerer Schaden zugefügt wurde und Meuthen politisch dadurch mittelfristig am Ende ist. Zunächst einmal muss gesagt sein, dass mit neonazistischen Organisationen nicht zu spaßen ist. Man muss jetzt aber das Ganze einmal ins Verhältnis rücken. Andreas Kalbitz hat in den letzten 7 Jahren sehr viel für die Demokratie in Deutschland getan, indem er für die AfD gearbeitet hat. Entscheidend ist für mich zu wissen, wie hat er sich in den letzten 7 Jahren verhalten? Hat er sich da was zu Schulden kommen lassen? Außerdem steht noch gar nicht fest, ob er tatsächlich Mitglied in der HDJ war. Es liegen dafür keine Beweise vor. Und das ist eigentlich das Katastrophale, dass man Kalbitz abgeschossen hat, bevor irgendwelche Beweise vorliegen. Bei den anderen Parteien gibt es keine Unvereinbarkeitslisten. Und ganz viele bekannte Persönlichkeiten, Kretschmann, Ramelow, haben eine Vergangenheit in radikalen Organisationen. Der aktuelle Generalsekretär der SPD rühmt sich selbst für Antifa-Verstrickungen in seiner Vergangenheit. Die Antifa, die als Terrororganisation in den USA gelistet wird und die eigentlich auch hier als Terrororganisation gelistet werden müsste und verboten werden müsste. Viele Politiker bekennen sich ganz offen dazu. Sie haben Staatsvergangenheit. Das spielt überhaupt keine Rolle. In der Berichterstattung spielt das keine Rolle und für die Parteien spielt es überhaupt keine Rolle. Und hier sieht man, wie schief etwas ist. Eine Vergangenheit von Kretschmann bei den Maoisten ist nicht besser zu bewerten als eine Mitgliedschaft, falls sie denn besteht, bei der HDJ. Dadurch, dass jetzt diese Mitgliedschaft so thematisiert wird, dadurch ist es besonders schlimm. Weil die normalen Leute, die arbeiten, die wissen nicht, die kennen nicht die Hintergründe von Kretschmann und Ramelow. Die wissen nicht, dass der eine Maoist war und der andere sonst was gemacht hat und ganz viele bei der Antifa waren und sind und es da ganz viele Verstrickungen gibt. Meuthen hat jetzt eine Themenlenkung auf Kalbitz gemacht, dass er rechtsextrem ist und hat damit diesen Frame bestätigt der Medien, die sie die ganze Zeit machen, dass die AfD rechtsextrem ist, dass es da Grund zur Sorge gibt. Und das ist vor allem ein Alleinstellungsmerkmal der AfD ist. Da hat jetzt Meuthen den Scheinwerfer drauf gerichtet und das bestätigt. Und die Verhältnismäßigkeit, dass die anderen ganz viele Personen haben, wenn es in den anderen Parteien eine Unvereinbarkeitsliste gäbe, dass sie alle ausgeschlossen werden müsste, das tritt völlig in den Hintergrund. Wenn noch nicht einmal Beweise vorliegen gegen Kalbitz, warum muss man dann so etwas machen? Warum muss man dann ohne Not sowas in den Mittelpunkt rücken? Meuthen muss doch aufgefallen sein, dass nicht die AfD das Problem ist oder dass nicht Personen wie Höcke der Grund sind, dass die Medien die AfD fertig machen. Es ist ganz eindeutig zu sehen daran, dass Personen wie Maaßen, Sarrazin und Palmer, wenn sie was sagen, was nicht gefällt, dass sie dann auch schlecht unmöglich gemacht werden. Ganz viele Leute werden ignoriert, die nicht in der AfD sind. Roger Köppel wird nicht mehr eingeladen. Broder wird stigmatisiert als Rechtsradikaler. Ganz viele Personen, die mit der AfD nichts zu tun haben und die eine lupenreine demokratische Vergangenheit haben, werden stigmatisiert und ausgegrenzt. Es ist völlig offensichtlich, dass Höcke und Kalbitz nur eine Möglichkeit sind, die AfD zu stigmatisieren und fertig zu machen. Und dass deswegen der Scheinwerfer aufgerichtet wird. Aber nicht, dass Höcke und Kalbitz der eigentliche Grund sind. Es ist ganz eindeutig, dass Kalbitz, Höcke und der Flügel nicht der Grund sind, weshalb die AfD schlecht gemacht wird. Lucke wurde damals genauso schlecht gemacht, als Populist hingestellt. Ihm wurde unterstellt, mit dem Euro, er wollte den Dritten Weltkrieg anfangen. Die Medien waren damals so etwas unbeholfener und dachten, sie könnten die AfD-Vertreter 5-1 in der Talkshow fertig machen. Und als sie dann gemerkt haben, dass ihnen das nicht gelingt, dass Baumann hat damals starke Auftritte hingelegt, dass die AfDler zu normal und zu stark waren und dieser Frame, dieser rechtsradikalen Frame nicht zu halten ist, wenn AfD-Vertreter in Talkshows sind. Das hat sich damals abgezeichnet. Und deswegen wurden sie nicht mehr eingeladen. Nicht, weil es den Flügel gab. Die AfD wurde immer schlecht gemacht. Schon immer ist die AfD, war sie immer extrem rechts und ist immer weiter nach rechts gerückt. Da gab es noch gar keinen Flügel. Schon unter Lucke war das so. Die AfD war immer unmöglich. Und es liegt an den Positionen. Solange die AfD migrationskritisch ist, diese Einschleusung, man muss es Einschleusung nennen, von den ganzen Moslems, die Demokratie gefährden. Jeder, der sich dagegen stellt, der nicht eine Islamisierung will von Deutschland, die ja schleichend stattfindet,
und die anscheinend von den Leuten, die die Medien erobert haben, die das unbedingt wollen, die auf unterschiedlichste Weise die Demokratie destabilisieren wollen hier, solange man diesen Leuten im Weg steht, wird man fertig gemacht. Die Medien haben große Macht. Sie haben sich zum heimlichen Herrscher aufgeschwungen. Es ist nicht ganz so einfach, dass sie jetzt sagen, hier, es ist jetzt so und so und dann wird es gemacht. Sie nutzen die Naivität der Leute aus. Sie nutzen ihre Manipulationsmethoden. Dadurch, dass sie die Leute manipulieren, äußern sich die Leute in Wahlen und Meinungsumfragen. Und so wie die Leute sich in Wahlen und Meinungsumfragen äußern, danach richten sich die Politiker. Dadurch bestimmen die Medien, was die Leute denken, und dadurch, wie die Leute denken, wird eine Handlung von den Politikern erzwungen. Die Medien können einen Politiker gut darstellen, dann mögen ihn die Leute, dann wird er gewählt. Also bestimmen die Medien den Kurs des Politikers, weil sie können bestimmen, ob die Leute den Politiker mögen oder nicht. Diesen Mechanismus unterschätzen Meuten und ganz viele immer noch ganz dramatisch. Sie unterschätzen die Macht der Medien aufs Gröbste. Es ist geradezu ignorantisch, es ist dämlich. Und wie kann man sich nur so überschätzen und den Gegner so unterschätzen? Die Medien und die ganzen Linken wollen das ja auch erzeugen. Sie möchten einen dummen Eindruck erwecken. Meuten und die ganzen Leute sollen sich für schlau halten, die Leute aufklären müssen. Wir müssen es den Leuten nur erklären, was wir machen. Und dann wählen die Leute uns. Und sie unterschätzen vollkommen diese psychologischen Mechanismen, die Macht, welche die Medien ausüben. Dass die Medien der Hauptgegner sind. Dass sie die Macht ausüben und sie die Politiker lenken. Dass die Politiker, die ganzen Parteien, die Altparteien, sie sind Anhängsel geworden von den Medien. Die Medien bestimmen zu einem großen Grad den Kurs in den entscheidenden Fragen wie Klima, wie Einwanderung. Jeder, der nicht mitspielt, kriegt eins drauf. Und das kriegt dann, und da haben sie Seehofer umgebogen, da biegen sie alle um. Weil alle merken, wenn wir es so machen, die Bürger mögen uns dann nicht. Und warum mögen uns die Bürger nicht? Weil die Medien in einer Art und Weise berichten, die Bürger eben steuert, weil die Bürger eben naiv sind und nicht gut genug aufpassen, weil ganz viele nicht gut genug aufpassen und weil viele auch das Ende der Demokratie wollen oder sie es jedenfalls wollen, solange die AfD schwach ist in ihrem Auftreten, solange keine Gefahr droht, solange die Bürgerlichen ein leichtes Opfer darstellen. Es ist wie ein Raubtier, das ein Opfer sieht und es erlegen will. Wenn das Raubtier merkt, okay, das Opfer, das wehrt sich nicht, dann wird der Jagdtrieb geweckt. Und so wird der Jagdtrieb bei vielen Leuten geweckt, wenn wir Bürgerlichen ein leichtes Opfer sind. In dem Moment, wo diese Leute merken, sie tragen vielleicht Wunden davon bei einem Angriff, dann lassen sie vom Angriff ab. Aber wenn das Opfer leicht erlegbar erscheint, dann machen sie es. Es ist auch ein Gefühl der Macht, die eine Rolle spielt. Im Moment ist es so, dass die AfDler nicht verstehen, dass ganz viele AfDler nicht verstehen, was hier passiert. Dass zum Beispiel meiner Meinung nach auch Michael Stürzenberger versteht nicht, dass diese Linken mit ihm spielen. Dass sie nicht ehrlich argumentieren, sondern nur versuchen, sie in die Enge zu treiben. Ein Michael Stürzenberger und viele andere probieren dann immer nur mit Argumenten zu kommen, anstatt das Verhalten dieser Linken zu beleuchten. Sozusagen können die Linken machen, was sie wollen, sie können hetzen, wie sie wollen, und sie werden dafür nicht belangt. Dadurch werden Stürzenberger und viele andere zu Opfern. Jedenfalls empfinden es die Linken so. Und das weckt den Jagdtrieb. Solange also diese Linken diese Überlegenheit spüren, oder viele Leute diese Überlegenheit spüren, ist es eine Verlockung, gegen die AfD zu hetzen und sie niederzumachen. Wir müssen öffentlich zeigen, dass wir die Leute durchschauen. Und wenn wir sie bloßstellen, dann fängt es an, ihnen weh zu tun. Und wenn es ihnen weh tut, dann werden viele davon ablassen. Alle werden nicht davon ablassen, aber es werden viele davon ablassen und das reicht dann. Und nur so können wir die Wende in Deutschland schaffen. Indem wir die Linken bloßstellen öffentlich. Dann stehen sie wie Hetzer da und dann sind sie wirklich blamiert. Nicht, wenn wir uns für überlegen halten und denken, sie sind doof. Und dabei merken wir gar nicht, wie sie uns mit ihrer Hetze immer mehr in die Enge treiben. Und dass es keine Doofheit ist, dass es Hetze ist. Meuthen hat sich von den Medien
lenken lassen, wie es die ganzen Vertreter der Altparteien tun. Durch Belohnung und Bestrafung. Eben dieses, das wird dauernd gesagt, die AfD ist rechtsradikal, die AfD ist dies, und dann mögen die Leute die AfD nicht. Und genau mit diesem Trick bringen sie Meuthen dazu, das zu tun, was sie wollen. Wenn Meuthen aber nicht seine politischen Positionen vollkommen räumt, dann wird er selbst irgendwann weggeräumt werden. Dann werden die Medien dafür sorgen, dass er weggeht, wenn er seinen Zweck erfüllt hat, die AfD zu zerschlagen. Meuthen hat sich also zum Spielball, zum Instrument der Altmedien und Altparteien gemacht. Also der Altmedien und die Altparteien sind ja nur im Grunde das Anhängsel mittlerweile geworden. Es sind ja nur Karrieristen, die sozusagen vorne auf der Bühne stehen, die Fäden zu einem großen Grad ziehen, aber verborgene Personen, indem sie die Leute durch ihre Berichterstattung so manipulieren, dass sie die Politiker wählen oder nicht. Die Leute sind die Marionetten der Medien, die Politiker sind die Marionetten der Leute. So kann man sich das vorstellen. Es ist tragisch, wie naiv Meuthen dieses Spiel mitspielt und nicht erkennt, dass er sein eigenes Ende eingeläutet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum Vorsitzenden wiedergewählt wird. Und wenn er sich abspaltet, kann ich mir nicht vorstellen, dass seine Partei mehr als 5% bekommt. Er hat der AfD einen ganz schweren Schaden zugefügt durch diese Aktion und er hat sich selbst ganz stark geschadet. Es ist tragisch. Wir müssen sehen, jeder Mensch hat Schwächen. Die Altmedien probieren die Leute an ihre Schwäche zu greifen, an ihre Angst, an ihren charakterlichen Schwächen probieren sie anzudocken und sie zu greifen. Wir müssen daran denken, wir haben alle charakterliche Schwächen. Wir haben Fehler und deswegen ist es, denke ich, nicht das erste Ziel, jetzt Meuthen fertig zu machen, sondern wir müssen probieren, Meuthen zur Umkehr zu bewegen. Wir müssen über jede Person dankbar sein, die sich in der AfD engagiert hat und die sich bisher dem Mainstream, was heißt, ich möchte sie nicht Mainstream nehmen, es sind Linksradikale, die den Mainstream zu instrumentalisieren versuchen und das sehr erfolgreich tun im Moment. Wir müssen jeden, der sich in der Vergangenheit Arbeit gegen diese Linksradikalen geleistet haben, die jetzt vielleicht Schwäche zeigen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie wieder auf den richtigen Weg zurückfinden und müssen auch verzeihen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.